Aus Respekt vor dir, weil ich dich ja nicht als Idiot da hinstellen. Ja, aber ich bin nicht. Oh. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, du versuchst das irgendwie rauszukitzeln oder. Ja, egal. Ich sage am besten noch weniger als eh schon. Ja, bin ich ein Mastermind etwa? Nein. Ein Mastermind wie Ty West. Wir besprechen seinen neuen Film Max Xeen nach dem Intro. Wir sind's wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung. Der Peter. Und der Manu. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es kreist einen wirklich mit. Willst du mal gehen? So ein Arsch. Findest du? Ja, schon. Ty West? Ey, nee, das weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Seine Filme sind ja nur scheiße. Ja, das, so ist das. Hallo und herzlich willkommen bei dem normalsten Filmkanal von der Welt her. Die Filmfressen. Weniger weird als manche andere. In der Filmbubble auf jeden Fall. Vor allem, weil wir keine Fans von Mr. West sind. Also von Dr. Herbert West natürlich. Ja, definitiv. Aber von T oder Ty West, schreibt es in die Kommentare, wie man es ausspricht. Der Herr West, der hat so ein paar Filme gemacht, House of the Devil zum Beispiel, den habe ich damals gesehen. Genau. Atmosphärisch und so, ziemlich cool. Ja. Dann hat er Innkeepers gemacht. Innkeepers? Ja. Doch, ja. The Innkeepers. Ja. Der hat so ein paar Filme gemacht, die auch im Fantasy-Filmfest immer liefen. Und ich war jetzt nie so der größte Fan. Ich gar nicht. Siehste mal. Und dann hat er vor ein paar Jahren so lange ist gar nicht her, den X rausgebracht. Mhm. Ja. 18, glaube ich. Das wäre schon 6 Jahre her. Nee, 20 Jahre. Nee. Scheiße, okay. Mhm. Okay, ich habe nichts gesagt. So lange ist das nicht her. X mit Mia Goth in allen Rollen in diesem Film, ungefähr. Spoiler! Was er da wieder geschafft hat. 70er Jahre, Feeling, Flair, den Vibe eingefangen. Also er ging ja voll auf Toby Hooper. Auf jeden Fall. Ich mache das nochmal, wenn der Sound läuft, ja? One Eternity Later. Jetzt auch mit vernünftigem Sound. Zu X nochmal, ja? Und so, da ist er voll auf den Toby Hooper Vibe gegangen. Mhm. Ne? Sehr stark an Eaten Alive dran oder auch an Texas Chainsaw Massacre. Ja. Und so weiter. Hat uns nicht sonderlich überzeugen können. Ja, der hat auch wieder was versprochen, was er nicht abgeliefert hat. Pornografie beispielsweise. Unter anderem, ne? Er kündigte einmal diese Exploitation, Sexploitation an, löst er nicht ein. Ja. Ne? Es gab eine geile Szene, das war die am Auto. Das ist so eine Schlüsselszene relativ spät. Mit dem roten Licht. Genau, da gab es auch einen schönen Gore, aber ansonsten, weiß nicht. Ja, oder am Ende da wohl mit dem Wegballern und so, ne? Ja, ist ganz nett, aber trägt natürlich keinen Film über 90 oder Minuten oder noch länger. Ja. Dann kam Pearl, der Zauberer von Oz, mit der verrückten alten Dame aus X, nur in, also Pearl, namens Pearl, nur in Jünger, der uns eigentlich erzählen sollte, warum die so durchdreht. Hat der Film aber gar nicht erzählt. Er hat nur gezeigt, dass sie durchdreht und am Ende erzählt sie das, warum. Aber wir erfahren das nie. Ja. Also, was so Figuren, Handlungen, Figurenentwicklung und so weiter angeht. Schwierig. Ja. Wenig. Wenig vorhanden. Genau. Aber eine mega geil aufspielende Mia Goth auf jeden Fall. Das kann man sagen. Also diese Trilogie, man musste natürlich auf jeden Fall aus X eine Trilogie machen, warum auch immer. Ja, ich habe es bis heute nicht verstanden. Ja, und das sollte dann zur großen Mia Goth Show werden. Genau, ist es ja letztlich auch. Ist es auch geworden tatsächlich. Und sie produziert ja auch mit, ja, vor allem jetzt hier den neuen Max Xeen. Den Maxine, da spielt sie die Maxine Minx und das ist halt die Überlebende aus X. Genau. Ja, die also jetzt sozusagen im Pearl ja gar nicht vorkommt. Nee, da ist sie noch nicht geboren, glaube ich. Ne? Das ist so. Stimmt. Wir haben X, 70er. Da ist die junge Maxine, die kommt dann dahin, dreht da Pornos und dann wird die da von dem alten Ehepaar, sie und ihre Freunde und Kollegen werden da terrorisiert. Mhm. Pearl erzählt die Vorgeschichte der alten Dame, auch gespielt von Mia Goth und jetzt Maxine in den 80ern. So, das heißt, wir bekommen hier 80er Flair, genau, in der Mitte der Dekade. Geil. Wir bekommen jetzt 80er Flair versprochen und was passiert? Ja, sie möchte zum Star werden. Das wissen wir ja auch schon durch die andere Figur, durch die Mutter, durch die alte Frau aus Pearl dann quasi. Aber auch sie möchte zum Star werden, möchte sich. Das sind die Parallelen zwischen den beiden. Genau. Ja. Boah, voll der Inhalt. Auf jeden Fall. Sie möchte zum Star werden und sich von ihrer Pornokarriere so ein bisschen distanzieren. Sie möchte halt seriöse Schauspielerin als seriöse Schauspielerin glänzen. Und deshalb geht sie natürlich nach Hollywood, spricht dort vor
Und wird tatsächlich auch dann für nach dem ersten Casting quasi in einem Horrorfilm aufgenommen und dann soll sie. The Puritan 2. The genau. Puritan 1 war schon irgendwie ein Erfolg. Und der wird kritisiert, der wird sehr kritisch gesehen von der religiösen Gemeinde, weil die sagen, das ist Blasphemie, das ist Satanszeug. Also der Film hat auch die Satanic Panic der 80er auch noch mal drin. Ne? Der Nightstalker schwirrt ja auch noch rum. Treibt sein Unwesen. Ja, 85 wurde er auch gefasst, das heißt. Könnte sein, dass das auch passiert, aber da werden dann halt auch, sag ich mal, Beziehungen hergestellt, auch mit dem Okkultismus und solchen Geschichten, ohne jetzt viel vorwegzunehmen, aber das sind so Themen, die hier mit einfließen. Ja, aber man trachtet Personen in ihrem Umfeld nach dem Leben. Und es stirbt halt auch die eine oder andere Figur in ihrem Umfeld und dann gibt es ein ermittelndes Polizeiduo, die natürlich sie auch so ein bisschen ins Visier nehmen. Jetzt. Michelle Monaghan und genau. Cannavale, der Senior, den kenne ich aus Boardwalk Empire. Ich nicht. Doch, den kennst du aber auch aus. Der spielt den neuen Freund der Frau von Ant-Man. Der kommt immer wieder mal in, auch in größeren Produktionen vor. Gesehen, bestimmt schon mal, aber nicht so bewusst. Und er selber sagt ja auch, dass er kein guter Schauspieler ist. Wäre auch gerne Schauspieler geworden. Genau. Ist dann Polizist geblieben. Ja, und dann geht es halt so ein bisschen darum, also anscheinend darum, wer ist jetzt so der Killer? Ne? Ist es der Nightstalker oder ist es ein Trittbrettfahrer? Ja, und das wollen wir eigentlich erfahren. Weiß ich nicht, ob wir es wollen, aber wir sollen es wollen. Ja, der Film, der schneidet so ganz viele Themen an, also unter anderem auch das Thema Emanzipation, was sich auch schon durch diese ganzen Filme zieht. Also Kampf gegen das Patriarchat. Hier wird nochmal was aufgegriffen, was in X gerade am Ende noch eine Rolle gespielt hat. Ja, das hatte ich schon gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, das ist mir dann eingefallen, als ich den jetzt gesehen habe. Wir kommen ja frisch aus der Pressevorführung. Und das ist halt die Sache, wenn man die anderen beiden nicht gesehen hat, weiß ich nicht, ob man das einordnen kann. Das Ganze hier ist schon starkes Referenzkino. Auf jeden Fall. Also mit stark meine ich, dass es sehr, sehr hoch in einer hohen Frequenz vorkommt. Yeah. Ne? Also es wird am Set nicht gedreht, aber unter anderem besuchen sie das Set von Psycho, also das Bates Motel, das Motel und das Haus. Genau. Und da gibt es dann halt wieder Referenzen. Mhm. Dann taucht ja auch dieser Agent auf, gespielt von Kevin Bacon. Stimmt. Ja. In einer weirden Rolle. Die er wunderbar ausfüllt. Ja, ja, also was er damit macht, ist auf jeden Fall lustig. Was die Figur gibt nicht viel her. Ja, wie viele Figuren hier, das ist ja das Problem. Ja. Ne? Also, ich habe auch nicht so ganz den Zweck von der Figur verstanden, muss ich ehrlich sagen. Der soll ja eigentlich dafür sorgen, dass die Maxine, die Mia Goth, irgendwo hingeht, wo sie dann am Ende auch landet. Ups. Ja, ja, aber nicht durch ihn, ne? Nicht so wirklich. Ja? Das ist halt, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass Ty West oder T. West manchmal Ideen hat oder häufig Ideen hat und die will er irgendwie verwursten. Und dann setzt er das um, auch in optisch cool. Auf jeden Fall. Ne? Hier auch wieder, der Film sieht gut aus, genau wie X, genau wie Pearl. Ja, aber ich fand den nochmal besonders, weil der wirklich dieses bildlich dieses 80er-Feeling eingefangen hat. Ja. Hat halt X das 70er halt auch, ne? Ja, aber hier fand ich es tatsächlich nochmal stärker, weil er das in vielen verschiedenen Facetten gemacht hat. Was ich cool fand, war, dass er dann Musik aus der Zeit gespielt hat. Und nicht die krassesten Hits, ne? Also ja, genau. nicht nur super bekannte Sachen. Ne? Ja, und halt nicht irgendwelche scheiß Remixes oder so, was man ja heutzutage gerne macht. Aber gut, wäre jetzt auch eigentlich schwachsinnig, wenn man es in der Zeit spielen lässt, ne? Da irgendwelche Remixe zu bringen oder modern halt aufgepäppelt. Mhm. Aber was das Feeling unser angeht, fand ich das klasse. Ich habe Maniac eigentlich auch relativ viel drin gesehen, weil Prostitution, der Nightstalker, der dann auch, beziehungsweise dann der Trittbrettfahrer, wenn er einer ist, ne, wollen jetzt hier nichts vorwegnehmen, die Giallo-Anleihen, Handschuhe. Ja, aber die Giallo-Anleihen sind wirklich ein Kill und halt schwarze Handschuhe, ne? Ja, bisschen und halt Leder, ein bisschen Farbenspiel. Dem Herrn Steigl gefällt das, ja. Nee, aber wenn wir uns dann halt in der Szene, sag ich mal, bewegen, ne? Videotheken und das alles, das sieht schon cool aus. Also ich finde, was Settings angeht und Kostüm, Bild, Sound, das ist alles super. Da bin ich wieder dabei, sag ich ja. Optisch ist der wieder super. Ja. Ich frage mich dann,
Welche Figuren? Woran können wir anknüpfen? Wo gibt es emotionalen Ankerpunkte? Das ist schwierig. Wo gibt es überhaupt irgendwelche Ankerpunkte? Was ist die Handlung? Weil es passieren halt immer Sachen, aber es gibt nie eine wirkliche Dringlichkeit. Ja. Die Hauptfigur Maxine, die hat eigentlich nicht wirklich was zu tun, außer dass sie da so Fuß fassen will und dann von der Producer, nee, Regisseurin Elizabeth Debicki spielt da die Regisseurin, ja, von ihr dann da rumgeführt wird und dann gibt es immer so ein paar Sprüche. Ja, es ist Kritik an Hollywood. Ja, Hollywood ist teuflisch, ist toxisch. Männer sind teuflisch und toxisch. Agenten sind teuflisch und toxisch. Ja, so das ist alles. Ist falsch, ne? Ja, ja, klar. Aber das wird einfach alles hier so ein bisschen angekratzt, da ein bisschen angekratzt. Das bleibt alles sehr oberflächlich. Ja gut, ein paar Sachen werden dann aber auch ganz subtil ausformuliert. Ja, Patriarchat und so, ne? Also, nee, vor allem halt auch das Hollywood. Ja, offensichtlicher geht's nicht mehr. Das kriegst du wirklich mit dem Arsch ins Gesicht gedrückt. Ja. Das Geilste ist halt auch, es steht auch auf dem Plakat. Hollywood is killer. Das finde ich auch so... Kannst du gerne aufs Plakat schreiben, weil damit holst du dann vielleicht die Leute ins Kino, ne? Aber ist ähnlich, also ne, David Lynch hat das Thema ja auch schon mal angefasst mit Mulholland Drive. Ja, ne? Genau. Komplett ja, anderer Ansatz. Ja, ja. Komplett anders. Mich hat der Film auch so ein bisschen an Messer im Herz erinnert. Der spielt ja, ja auch so ein bisschen in der Porno-Szene. Und es ist auch ein Giallo und es ist ja auch wieder so eine Reminiszenz an, ja, an eine gewisse Zeit, ja, und vom Look her und so weiter. Daran hat es mich erinnert. Es, halt an, es erinnert einen ständig an irgendwas, weil genau, hier ganz viele Anspielungen drin sind. Ja. Also es ist halt Zitate-Kino. Ja. Es ist wenig Eigenständigkeit auch drin. Ja. Wir haben ja mit ein paar Kollegen auch nach der Vorführung, nach der Pressevorführung gesprochen. Und da fiel auch der Name Tarantino, der ja auch viel zitiert. Mhm. Aber der macht irgendwie nochmal wieder was Eigenes, Neues, genau, draus. Ja. Was Herr West hier macht, keine Ahnung. Also es ist einfach... Das ist nämlich die Sache. Also ich sehe das, sitze, gucke auf die Leinwand und denke, ja, okay, sieht cool aus. Coole Szene. Ne? Der wird ja auch manchmal schön splatterig. Ne? Besonders in ein, zwei Gewaltspitzen auf jeden Fall. Und das sieht cool, ja, aus. Sieht super aus. Da bin ich dann auch voll dabei. Practical Effects. Er drückt sich sehr um die wirkliche Exploitation und die Sexploitation. Auch hier schon wieder. Ja, aber man sieht zumindest Boobies. Ja, aber auch nur wenig. Ja, ja. Was mir aufgefallen ist, ist, explizite, direkte Gewalt gegen Frauen sehen wir nicht. Wir sehen maximal das Resultat. Das Ergebnis. Ja, stimmt. Gegen Männer schon. Ja. Ne, zum Beispiel das Zertreten von Geschlechtsteilen. Das sehen wir sogar im Close-Up. Okay, das fand ich auch ziemlich eklig. Und dann, ja, ja, das hat wehgetan. Ja, ja, klar. Das sah auch echt aus, tatsächlich. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie einen Masochisten gefunden, der das mit sich hat machen lassen. Ein Method Actor, meinst genau, du? Ja, also das ist dann da irgendwie alles zu sehen. Schlecht, und dann, ne, sage ich mir so, ich sehe das und denke, hey, ja, cool, ne, so tolle Szenen. Aber irgendwie, es wo gibt ist die Emotion? Einem nichts. Es gibt mir nichts. Nee, der Problem ich verstehe auch die Botschaft, ich verstehe den Inhalt. Ja, ja, genau. Aber wo knüpfe ich an? Ich habe also, mich berührt da halt nichts. Und das ist das ist wirklich ein Problem für mich. Das ich kann da nicht mitfiebern. Das Problem ist halt, dass wir das Problem haben, dass wir mit ihr nicht so wirklich mitfiebern können. Nee, die ist also, ja auch nicht die beste Person. Ja, das davon abgesehen kriegt die Mia Goss hier auch nichts zu tun. Die hat, das ist das erste Mal, würde ich sagen, also in Pearl, gut, andere Figur, ne, aber in Pearl hat sie zumindest eine Möglichkeit gehabt zu schauspielern, weil es eine Figur war, die sich entwickelt hat, die Aufgaben hatte, die hatte was zu tun, die hatte eine Destination, die hat eine Motivation. Mhm. Und das ist ja leider irgendwie nicht der Fall. Und ich finde auch, sie wird nicht wirklich inszeniert wie eine Hauptfigur. In gewissen Szenen schon, ne, wie sie eingeführt wird, dann immer mal wieder, wenn sie Auftritte hat. Da hat sie auch ein bisschen was zu tun, da genau, hat sie auch ein kleines Ziel. Ja. Aber das ist ja dann auch irgendwann... Das versackt dann irgendwie. Genau. Wir sind dann so ein bisschen irgendwann so hinter den Detectives her, ne, aber dann irgendwie auch wieder nicht. Dann versuchen wir uns an die Fersen von dem Kevin Bacon... ja, zu öffnen. Das ist halt ein bisschen auch ins Leere, es ist ein bisschen Nightstalker, es ist ein bisschen ja, Krimi-Thriller, es ist dann so ein bisschen Horror, ein bisschen Giallo, es ist ein bisschen, der Film ist komplett unfokussiert. Ja, das ist schade. Und ich habe das Gefühl, das sind die meisten seiner Filme. Ja, 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 ja. Und es bestätigt uns ja, in dem Eindruck, dass wir mit dem Regisseur anscheinend nicht so viel anfangen können. Das ist richtig, weil House of the Devil, X, Pearl, Innkeepers,
Innkeepers nicht, den würde ich tatsächlich rausnehmen. Weil den gut? fand ich. Nein, aber den fand ich auch bildlich nicht schön. Ah, okay. Aber ansonsten macht er das, macht er schöne Filme. Da bräuchte jemand, der vernünftige Drehbücher ja, schreibt. Er sollte vielleicht coole Drehbücher verfilmen oder irgendwie was. X sollte ein Horrorfilm sein, Pearl auch wieder was anderes. Der hier ist jetzt auch nicht wirklich Horror, der ist irgendwie alles so ein bisschen. Ja. Vieles ein bisschen. Als Facetten von vielen Genres. Wir haben uns ja auch mit der Dame vom Verleih unterhalten und auch gefragt, so, wer ist denn jetzt die Zielgruppe? Sonst kam keine eindeutige Antwort halt raus. Also, ja, aber irgendwie scheint der Herr ja eine gewisse Fanbase zu haben, genau wie Rob Zombie, was ich mir auch nicht erklären kann, außer gut, man feiert die Musik, ja, man findet irgendwie ein bisschen Splatter gut, aber ganz ehrlich, der macht ja kaum gute Filme. Mhm. Und das sind halt Leute, ich erwarte von denen schon, dass die halt was Besseres abliefern. Mhm. Und wir, ne, wir sind Horrorfans, aber wir haben so ein bisschen Anspruch und wir würden gerne so ein bisschen abgeholt werden und gerne mitfiebern oder irgendwelche anderen Qualitäten, weil das ist kein Fun-Splatter, es ist halt, ja, aber das ist nicht dann, so wirklich. Ja, genau, das wäre dann auch wieder okay, wenn er zumindest eine Facette davon irgendwie komplett bedienen könnte. Ja. Ne, wenn es ein Fun-Splatter wäre. Vielleicht könnte er es, aber ja, er zeigt es ja, nicht. Ne? Also weiß ich nicht. Aber dann wäre ich halt auch schon wieder dabei. Aber dann ja. Da ist dann halt von jedem irgendwie zu wenig. Ja, also ich finde das wirklich eine ganz schwache Trilogie. Ich weiß auch nicht, warum man daraus eine Trilogie machen muss. Oder möchte? Nee, ich finde es irgendwie schon albern, irgendwie in dem zweiten Teil die Vorgeschichte des Antagonisten zu erzählen und dann, um dann im dritten Teil der Protagonistin die Geschichte weiterzuerzählen. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Es geht eigentlich nur darum, Mia Goth in Szene zu setzen. Es geht darum, dass die was zu tun hat, dass die irgendwie, also dass die spielen kann, dass die im Mittelpunkt steht und ihr Gesicht zeigen kann. Ja, aber das ist in Pearl passiert. Ja. In einer anderen Figur. Ja. Bei X war es nicht so toll, also war es gut, was sie gemacht hat. Hat sie mehrere Rollen bekleidet. Ich sage ja nicht, ob das rüberkommt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich glaube, die Intention ist einfach, Mia Goth zu präsentieren. Was es ist ein Mia Goth-Vehikel. Funktioniert. Ja. Aber auch da sage ich, guckt euch lieber Infinity Pool an. Der Film ist besser und sie spielt da wirklich auch gut. Ja. Und dann ist doch gut. Das hier, ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß, da gibt es eine Fanbase. Es gibt Leute, die finden das total toll. Die haben sich auch noch nicht satt gesehen an Zitate-Kino. Die haben sich nicht satt gesehen an diesen Anspielungen. Die haben sich nicht an Mia Goth satt gesehen. Und das sind alles so Sachen. Oder auch in diesen Metaebenen. Da wird ja eine Metaebene nach der anderen aufgemacht. Ja. Ne, und auch immer so ausformuliert. Von wegen, ne, Hollywood hier und, ja, und Star sein und was das bedeutet und was man, den Preis, den man zahlen muss, hatten wir letztens Late Night with the Devil. Ja. Der hat die Satanic Panic auch aufgegriffen. Ja, stimmt. Der hat auch das mit dem, der Preis, den man für Fame zahlen muss, also für Ruhm zahlen muss, auch drin und das ist der viel bessere Film. Ja. Und der war ja inszenatorisch auch dann in den 80ern fangen, also optisch gesehen. 70er, glaube ich. Ja, okay, 70er. Stimmt, ja, richtig, sorry. Ist aber ja auch egal. Getroffen. Genau, ja, aber es ist auch der bessere Film einfach. Ne? Und ja, hier, wie gesagt, das wird bestimmt einigen gefallen, wenn ihr Mia Goth-Fans seid oder ihr habt euch an diesen ganzen Sachen eben noch nicht satt gesehen. Wir haben ja mit einer jüngeren Kollegin gesprochen, die gesagt hat, ja, aber da sind diese Metaebenen und ich sehe das und das und das und denkst so, okay, gebe ich dir, aber ich habe das halt in den letzten 20 Jahren zu häufig gesehen. Schon 1000 Mal gesehen. Ja. Also ich kenne halt zu viele Filme, die so sind und das erinnert mich halt an zig Filme. Dann gucke ich doch lieber die Filme. Ja. Muss ich ja jetzt nicht noch so ein Remix gucken, so ein Potpourri, das emotional mich komplett kalt lässt. Ja, und vor allem nicht von einem Regisseur, der das bis dato halt auch noch nicht bei uns liefern konnte. Ja, oder wir sind einfach nur ignorant. Schreibt's uns in die Kommentare. Und dann nachher wieder meckern, dass wir alle so negativ sind. Und nachher wieder meckern, dass dumme Kommentare kommen oder beleidigende Kommentare oder so. Nee, das ist natürlich egal. Sache ist, habt ihr Maxine schon gesehen? Möchtet ihr den gucken? Was habt ihr da sonst irgendwie zu Mr. West zu erzählen oder zu den anderen Teilen? Also wir sind keine Fans, wir bleiben keine Fans. Ja, leider. Und viel mehr. Wären es gerne. Ja, ja, doch. Ja. Immer wieder eine Chance gegeben, die letzten paar Filme alle geguckt. Viel mehr kann und möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Ja, reicht ja auch, oder? Geht schon lange genug hier. Haben wir schon zu viel Zeit der Leute verschwendet. Dann kommen wir zum Schluss. Bedanken uns natürlich bei den Patrons, bei der filmfressenden Familie, bei allen anderen, die hier vorbeischauen. Bleiben, gucken, Daumen nach oben packen, schließt ein Patreon-Abo ab, unterstützt uns mit Merch und mit eurer Liebe. Bleibt in den Kommentaren bitte immer freundlich und respektvoll. Wir sind das manchmal in Videos auch. Selten. Vielen Dank. Wir sind die Filmfressen. Peter. Und Manu. Bis zum nächsten. Yeah.